Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Wir sind zurück in Dresden, 01099 mit Skandalös. Haben sich auch schon wieder einige gewünscht und ich muss ehrlich sagen, hey, ihr wisst doch, 01099 finde ich extrem geil. Hör ich mir doch an. Deswegen, ganz ruhig bleiben, alles kommt wahrscheinlich verdammt spät. Weil ich muss halt ehrlich sagen, zurzeit viel mit Arbeit, Fitness und sowas, dass ich selber mit Gesundheit und so zu tun. Deswegen müsst ihr ein bisschen abwarten. Aber die meisten Sachen kommen, trotzdem immer gerne wieder drunter schreiben. Nicht, dass ich das irgendwann nochmal vergesse. Auf jeden Fall, heute ist Skandalös, produziert bei Alexis Troy. Sehr gespannt, hab Bock drauf, wir gehen rein, let's go. Aber ich muss jetzt schon sagen, ne, was mir jedes Mal 01099 an den Videos, was ich daran einfach liebe, ist immer so dieses, man sieht in den Videos immer diese Freiheit von den Menschen, ne? So dieses Freisein, dieses jugendliche Sein, dieses Freisein einfach, das ist so geil. Skandalös. Wir gehen total schaden nachts im Kiez, aber ist trotzdem schön. Ich könnte mich dran gewöhnen. Und aber muss ehrlich sagen, den Drohnenflieger, den die da haben, den können die sowas von, weiß ich nicht, also der Typ, der, ich glaube, der hat nie was anderes gemacht. Man fürchtet sicher, dass der Herbst bald kommt. Nasse Haare trocknen abends auf nem Westbalkon. Schnelle Brillen, als wäre Tour de France. Mon amour, rock gehäkelte Tops, wir haben gewonnen, ey. Ähnlich in echt, aber trotzdem neu. Schick den Standort wie bei Bannerball. Mit Sterni ist man offen, aber ohne Schall. Du traust dich nicht und hast es dann bereut. In einem Garten Aperol. Alte Lieder in deinem Ohr. Bitte gib mir nur ein. Bitte gib mir nur ein Ohr. Du sagst. Geil. Ey, das hört sich so geil an, ne? Das ist Wahnsinn. Wir haben heute noch was vor. Puls ist hoch, doch nicht vom Sport. Bitte gib mir nur ein. Dass sie auch immer so einen kleinen Lacher da mit reinbauen, ist so geil. Skandalös. Wir gehen total schaden nach zum Kiez, aber ist trotzdem schön. Ich könnte mich dran gewöhnen. Skandalös. Wir gehen total schaden nach zum Kiez, aber ist trotzdem schön. Digga, wie schön sich dieser Song einfach anhört, bitte. Wahnsinn. Könnt mich dran gewöhnen. Ja. Junge, da habe ich den größten Respekt vor von den Menschen, ne? Also was die hier in der Kreine haben, ne? Unfassbar. Man sieht ja auch, was das eigentlich für ein Tier ist, ne? Aber was die in der, also ich würde mir da so meine Finger wahrscheinlich bei brechen oder so. Dieser Sommer ist viel besser als der letztes Jahr. Ich hab ordentlich dann vorgelegt wie Fußballer. Gut gebräunt und zeigt dann fürs Vermetter nicht. Die Mische viel zu stark. Doch ich meckere nicht, wirklich stocks am Fuß und. Das einzig Wichtige, wenn du eine Mische bekommst, nicht meckern. Außer es ist halt wirklich eine, weiß ich nicht, 90-10 Mischung. Oder halt wieder denkst, dass du wieder gleich von der Welt gehen musst. Und gerade wenn es die erste ist und du dir einfach nur denkst, och Mann, ich bin doch gerade erst da. Aber nicht meckern am Ende, so sieht's ja hier aus. Das Herz am rechten Fleck, mittlerweile viel zu viele Bullen am Assi-Eck. Mit Bibi Blocksberg im Gepäck, rufen auf dem Festival alle Hashtag. Eine MP3 wurde zu einer Wave. Ja, die Sonne scheint. Morgens auf dem Rave. Bis morgens auf dem Rave. Bis morgens auf dem Rave. Bis morgens auf dem Rave. Skandalös. Also hier ist Skandalös, ne? Boah, das dreht, also jedes Mal, wenn das kommt, kriege ich dieses kurz vor Gänsehaut, dieses Gefühl, wenn man Gänsehaut bekommt. Nur dieses Gefühl, ich kriege die nicht, sondern nur dieses Gefühl. Das ist Hammer. Ja, ich weiß, sie ist nicht einfach. Ihre Liebe ist wie Cider. Sie schmeckt zu gut, doch macht mich nicht mehr wirklich high. Wenn du weißt, aber ich mach immer weiter. Sie ist
so kalt, ich rutsche auch so wie auf Eis. Ja, man muss halt wirklich sagen, ne? Die haben so ein. Also, es ist für mich ein anderer Sound, weil ich solche Musik ja gar nicht höre, aber die verpacken es so unfassbar geil. Auch so jetzt gerade so diesen Unterschied mal wieder zu hören, ne? So ein richtig wunderschöner Song, der skandalös einfach ist. Generell von allem her, ob es die Parts sind, ob das die Hook ist, ob die Melodie und der Beat das ist. Einfach unfassbar geil, unfassbar schön. Und wie ich schon sagte, das Video passt auch perfekt dazu, so diese Freiheit, diesen Vibe, den die kreieren mit dem Sound, spiegeln die auch wieder mit ihren Videos. Das finde ich immer so geil. Das ist, also 1999 macht das so unfassbar Hammer. Geil. Einfach geil. Muss ich halt ehrlich sagen. Und dann diesen Song hier zu hören, so dieses ja, wie soll ich das jetzt sagen? Aber ich mach immer weiter. So dieses Clubmäßige mehr ist auch unfassbar geil. Das ist so, also ich weiß, ich sag das oft, aber 1999 ist krank. Also wirklich, die sind so krank gut. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und hier mal eben gucken, wo sind sie überall? Hannover, Oldenburg, Rostock, Wien, Linz, Wiesbaden, Stuttgart, München, Hamburg, Köln, Palladium. Sind aber alles, glaube ich, alter Schlachthof. Sind, glaube ich, alles Sporthalle. Okay. Sind alles aber, glaube ich, so kleinere Dinge ist, ne? Ja, warum nicht? Aber ich kann mir das richtig geil vorstellen auf der Tour von denen. Muss ich halt ehrlich sagen. Also, falls ihr die Musik mögt, ich glaube, ihr müsst da unbedingt hin. Das ist bestimmt richtig geil. Einfach, weil es wird eine geile Party. Ich glaube, das wird eine geile Party. Erstens, wenn die Location nicht so groß ist. Und zweitens, die Songs ja einfach so, dass du einfach so einen geilen Vibe hast. Deswegen geht gerne hin. Und wenn ihr da gewesen seid oder schon mal da gewesen seid, wart, dann gerne hier drunter schreiben. Würde mich sehr freuen. Eure Empfindung? Alter, ich kann halt nicht reden, ne? Aber wie ihr es gefeiert habt, würde mich sehr freuen, sowas zu lesen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten 1999 Reaction. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.